Juti! Moinsen allerseits. Hoffentlich seid ihr noch nicht weggeschmolzen. Teilweise so wie das warm ist. Das ist so nervig. Aber sowas von. Vor allen Dingen auch super toll, ne? Ich hab ja den Stream hier verschoben. Weil es am Sonntag noch so warm gewesen war wie am Samstag. Und jetzt sollen wir draußen gerade. Was haben wir gerade draußen? Lass mich mal ganz kurz nachgucken. Wir sollen draußen momentan irgendwas an die 14 Grad haben oder 19. Und weißt du, wie viel Grad wir hier drin haben? 27. 1-2 Grad kühler als gestern. Yay! Das ist so mies. Egal. Irgendwas fehlt hier gerade noch. Achso, genau. Musst du das Bild größer machen. Mehr nicht. Na gut. Weniger rumgequasseln mit Wärme, das nervt sowieso. Wo gehe ich jetzt als nächstes hin? Savali oder Lisa Prime? Phasenquarz, wir kommen. Ja, ja. Gehen wir einfach dahin. Muss ja sowieso überall hin. Habe übrigens überlegt, das ein bisschen hier lauter zu machen, aber dann habe ich mir gedacht, nee, lass mal. Als ich das kurz ausprobiert hatte, dachte ich mir, die Soundeffekte sind eventuell zu laut. Wieso habe ich meinen Anzug wieder an? Ach, ich habe, glaube ich, gar nicht mit Ratchet weitergespielt. Kann das sein? Wie kann ich den Anzug wieder ausziehen? Ohne Momento. Na gut. Warum habe ich meinen Anzug noch an? Wie kann ich den Anzug wieder ausziehen? Ich habe keine Ahnung mehr. Ach hier, okay, ablegen. X. Weil die Ausrüstung brauche ich ja scheinbar gar nicht anhaben. Hab ja die Effekte ja trotzdem drauf. Hast du irgendwas Neues? Du hast den Blitzableiter, aber den kann ich mir leider nicht kaufen. Leere Rückstoß. Okay. Ich habe übrigens mal irgendwann, irgend so ein Ratchet & Clank-Teil mir runtergeladen, beziehungsweise, naja, gekauft? Naja, nicht wirklich. Ich habe es quasi für meine Playsee registrieren lassen. Weil, da gab es ja quasi so einen Zeitraum, wo die wo Sony irgendwelche Spiele kostenlos. Hey, ja. Kurze Frage. Du weißt nicht zufällig, wie man einen Dimensionator baut, oder? Ratchet? Oh, Ratchet! Gary! Oh, dein Ruf eilt dir voraus. Du musst ins Interdimensionsarchiv. Mein Lehrling kann dir helfen. Aber, die Stadt wird angegriffen. Kannst du hell sehen? Ich sehe mal nach. Ich glaube, ich weiß noch, wie man eine Invasion aufhält. Okay, diese Nefarius-Typen suchen also nach einem Lombax? Ja, deshalb kam ich drauf, dass du kommen würdest. Viel Glück, Ratchet. Also derselbe Typ, mit dem ich mit Clank geredet habe, oder? Ja, wie gesagt, ich hatte da irgendwas von Ratchet & Clank runtergeladen gehabt, was es kostenlos gab, weil Sony ja irgendwie so eine Aktion kurz hinter der Stadt. Das muss das Archiv sein. Ja. Kann ich mal jetzt reden? Weil die irgendeine Aktion gestartet hatten und da einige Spiele Scharfschützenbot? Das ist null. Kostenlos verteilt haben. Oh, dieser Ratchet & Clank Teil ist irgendwie merkwürdig. Der kommt mir rüber, wobei wahrscheinlich ist es sogar so, dass dieser Teil irgendwie eine Art Remix oder eine Art zusammengefasste Rückblende von verschiedensten Teilen irgendwie ist. Weil du findest da in dem Spiel auch irgendwelche Sammelkarten, die ähnlich jetzt hier sind wie diese Ausrüstungsteile. Und
Ah, was war ich jetzt? Was wollte ich gerade sagen? Ah ja, genau. Und diese Sammelkarten zeigen da verschiedenste Dinge, wie zum Beispiel, scheinbar gab es im zweiten Teil eine weibliche Lomax, die genauso ausgesehen hat wie Ratchet. Achso, ich habe doch eine Knarre, ich Idiot. Hey, das Spiel, wo man Knarren verwendet, hat unglaublicherweise Knarren. Ach, den kann ich auch anschließen, okay. Ah, lieber nicht mit der Shotgun. Ich habe verlernt, wie man das Spiel spielt. Wo sind meine Knarren? Ich habe keine Ahnung mehr. Nein, das ist mein anderes Schnellauswahl-Gedings. Ich wollte das hier haben. Ich falle gerade ins Nichts. Oh, oder auch nicht. Da ist so ein Nest. Wait. Habe ich das Nest schon mal hier in dem Spiel gehabt oder erinnere ich mich gerade nur an dieses Nest daran, weil das in diesem einen Ratchet & Clank Spiel drin war? Das kann gut möglich sein. Das war auch so ein tentakeliges Ding. Wie sieht eigentlich die Map hier aus? Sehr groß auf jeden Fall. Ach, und da war die Gegend gewesen, wo ich diesen einen Boss hatte, oder was? So ein bisschen bin ich gerade am Überlegen, ob ich doch nicht vielleicht die Lautstärke etwas höher drehe. Aber wenn ich da manchmal sehe, dass er scheinbar doch fast in den roten Bereich geht, dann lasse ich das dann lieber doch. Oh, ach, Munition. Mönchstadt. Ich bin mal mit meinem pilzigen Kollegen hier. Ah, was war das nochmal? Bombe? Das war... Ach ja, mein fetter Laser. Ist er tot? Er ist tot. Das Spiel hat übrigens ein Update bekommen gehabt, ich habe aber keine Ahnung, was das Update eigentlich gemacht hat. Ich habe so ein bisschen gehofft, dass das irgendwas am Sound ändert, aber ja. Wie man hört, hat sich da nichts geändert. Was? Wer lacht hier so komisch? Oh, ich habe keine Munition mehr. Ah, was war das hier nochmal? Achso, das war der CC, genau. Was war das hier? Oh, den habe ich ja noch gar nicht benutzt. Eher, spiel mal mit einem bohrenden Hund, wenn ich dich denn anschießen darf. Der. Okay, der fliegt? Wieder eine Stadt gerettet. Jetzt zu diesem Archiv. Die Frage ist allerdings, hat man wirklich die Stadt gerettet? Weil ich sehe hier niemanden. Und wenn ich hier niemanden sehe, dann hat man höchstens die Gebäude davor bewahrt, zerstört zu werden. Aber man hat niemanden gerettet. Achso, das waren die Teleport-Dinger. Okay, ich dachte jetzt die ganze Zeit... Sein Lehrling ist beim Archiv. Ich dachte jetzt die ganze Zeit, oh hey, warte mal, da kann ich doch rein. Das ist doch so ein Riss, oder nicht? Ach egal. War hier nicht irgendwas so? Ach genau, da oben, da wollte ich hin. Wie komme ich da oben hin?
Geht's da rein? Das sieht aus, als könnte man da rein. Nö. Toll. Dann wird sie echt unangenehm warm wieder. Oh, ich weiß nicht. Was hat man eigentlich davon, wenn es Sommer ist? Ich meine, Leute finden es toll, wenn es wärm ist. Okay, kann ich vielleicht noch verstehen. Wärmer im Sinne von, hey, wir haben jetzt, weiß ich nicht, 20 Grad oder so. Aber 30 Grad? Sag mal. Ich will kein Wetter haben, wo das Anstrengendste, was ich machen kann, atmen ist. Alles okay? Das war eine heftige Landung. Wer bist du? Sorry, du kamst mir bekannt vor. Ich bin Rachel. Ich suche nach, ich glaube, Garys Lehrling. Ich muss einen Dimensionator bauen. Oh je. Tja, ich kann nicht viel tun, da mein Archiv gerade wegläuft. Wie komme ich wieder da hoch? Oh, du bist sein Lehrling. Vielleicht, könnten wir ja zusammenarbeiten? Ich bin kein sehr guter Partner. Wie klingt das? Wenn es schief geht, was es nicht wird, gehen wir getrennte Wege. Ganz einfach. Team? Hm. Klar. Team. Vorerst. Um das Archiv zu erreichen, müssen wir die Mönche von Nefarius' Truppen retten. Hier, mit diesen Hoverstiefeln kommen wir schnell über den Tafelberg. Hoverstiefel? Was ist das? Ich meine, ich habe doch schon welche, oder nicht? Wie ein zweites Fell. An den Füßen. Oh. Oh. Für den Sprung von der Brücke brauche ich Anlauf. Oh, das ist ja aber merkwürdig. Ich habe also quasi jetzt gerade Schlittschuhe an. Mehr oder weniger. Oh, ich kann sogar angreifen? Kann ich? Kann ich? Ah, ich kann nicht schießen, glaube ich. Nee, ich habe aber wirklich Schlittschuhe an. Noch mehr Krempel, was ich einsammeln kann. Was ist das denn hier? Achso, das. Okay. Wir brauchen die Mönche, Garys Ministranten, um das Archiv zu erreichen. Sie müssen in ihren Tempeln sein. Erster Halt, Tempel. Hey, ich weiß gar nicht, wie du heißt. Oh. Ich bin KT7461. Schön, dich kennenzulernen. Okay, der andere heißt Clank, dann heißt du Klonk oder was? Es gibt drei Tempel in der Nähe. Den Bergtempel, den Urwaldtempel und den Tempel der Ödlern. Wir nennen ihn Ödlern-Tempel. Ah. Ja, und das nenne ich Todesfalle. Upsi. Ja, man sollte vielleicht lieber gucken, wo man hinfährt. So als Lombax? Klar, aber ich bin nicht wirklich ein Experte für Lombaxe. Ich bin der Letzte in meiner Dimension. Oh, ich komme aus einer anderen Dimension. Ja, ich weiß. Wirklich? Ich bin Garys Lehrling. Darium hat dich direkt in unsere Falle geführt. Wer ist Gary? Das ist zu kostbar für deine Kämpfe. Hat sich bestimmt überhaupt nicht gelohnt, dass ich die hier verschieße. Für diese 0815 Gegner, die sowieso nichts aushalten. Ne, was ist denn für ein Ding? Haben die jetzt sogar Autoscooter?
Okay, wozu brauche ich jetzt eigentlich noch sprinten? Ich meine, das ist laufen. Ah, verdammt. Das ist laufen. Das ist sprinten. Und das ist hovern. Warum sollte ich noch sprinten? Warum sollte ich meine Beine noch bewegen? Ich kann fliegen. Achso, ich soll zu den komischen Tempeln. Ist nicht der Tempel am nächsten? Wobei, der ist, glaube ich, gerade am nächsten. Ich dachte, er wäre nur eine Kiste. Wie komme ich denn dahin? Da war aber eine schöne Lücke. Wir hatten die Brücke kaputt gemacht. Du hast meinen Lehrling gefunden. Gut gemacht, ihr beiden. Ihr seid jetzt bereit, den Bergtempel zu betreten. Lehrling? Dann, also ihr seid emotional bereit. Ihr müsst noch das komplexe Verteidigungssystem des Tempels überwinden. Oder wie wir es nennen, den Spießrutenlauf der Prüfungen, Schrägstrich Hölle. Oh, ich hasse Schrägstrich Hölle. Ihr seid ganz sicher bereit dafür. Viel Glück. Weißt du, wie der mich von der Statue erinnert? An diese komischen Krokodilgegner. Oder sowas ähnliches wie hier von Donkey Kong Country. Von der Statue ähneln die irgendwie den. Was ist das? Los, folge dem Weg so schnell du kannst. Okay, ja, es ist toll, dass ich gerade die Taste nicht mehr gedrückt halte. Wait, zum Beschleunigen? Plätschert schnell, uns läuft die Zeit. Oh. Geschafft! Der nächste Schrein liegt direkt voraus. Ich habe mich schon gefragt, kann ich nicht schneller vielleicht mit den Teilen durch die Gegend düsen? Dachte, ich könnte jetzt nur schneller, weil ich da quasi diesen Booster verwendet habe, der da oben war. Okay, man sollte auf jeden Fall warten, bis der Weg da ist. Logisch. Ah, okay. Wenn ich dann diese Geschwindigkeit habe, brauche ich das nicht mehr machen. Vorsicht, was? Wie? Ich überfahre die einfach. Oh, oder halt auch nicht. Oh, hallo. Na, ihr seid ja mal klebrig. Okay. Dann hier, viel Spaß mit dem Böller. Alles klar, weiter geht's. Gegen den sollte ich auf jeden Fall... Was? Gegen den sollte ich auf jeden Fall keine Shotgun benutzen. Ist wahrscheinlich auch sinniger, ne? Gegen große, fette Gegner, die wahrscheinlich einiges aushalten, sollte man lieber keine Shotgun verwenden. Es sei denn, man spielt Doom. Dann ist es egal. Achso, ich hätte jetzt auch einfach genauso gut. Aber wozu dann die hier? Ist das einfach nur zur Sicherheit, damit dann, falls der Spieler zu lahmarschig ist? Sie sind ein Verteidigungssystem des Tempels. Ich vermute, die Erbauer waren introvertiert. Ganz sicher. Okay. Ist das einfach nur zur Sicherheit gewesen, falls der Spieler zu langsam ist? Was, so kommt's mir vor. Ja, klar, okay. Was war das? Ich hab die Taste vergessen.
Na, geht doch. Warum hat er nicht gleich die Schiene so benutzt, wie er sollte? Oh, okay, ich kann Doppelsprung machen. Wo bin ich hier? Ja, okay, klar. Warum machst du jetzt plötzlich keinen Doppelsprung mehr? What? Wo war der Doppelsprung? War der Akku leer oder was? Wie ich die Taste zum Hovern immer noch gedrückt halte, obwohl ich sie gar nicht drücken brauche. Nie geschafft. Los jetzt, helfen wir den Mönchen. Was? Prüfung? Wie? Was? Wie? Was für Prüfung? Was war eine Prüfung? Scharfschützenbots. Du kannst den Nebel zu deinem Vorteil nutzen. Sollen wir den Lombard Nebel? Welchen Nebel? Ich sehe das bisschen, was ich hier als Nebel identifizieren kann, aber das schützt mich überhaupt nicht. Hinter dem Kraftfeld sind sie fürs Erste sicher. Ich kümmere mich erstmal um die, die auf uns schießen. Hier schießt keiner auf uns. Der Nebel wird dichter. Wo wird der dichter? Ich sehe nichts dichter werdend. Aber okay, hier. Spiel mit dem Pilz. Oh. Oh, wenn ich das... Ah, okay. Jawohl, wir haben es geschafft. Bitte bring mich zum Terminal, damit ich die anderen befreien kann. Von der Waffe stand hier, dass ich mehrfach die R2-Taste drücken kann, um dann wohl anzugreifen damit. Aber ich dachte, das wäre nicht notwendig. Entweder tue ich damit öfter angreifen oder einfach nur schneller hintereinander. Oh nein, ein Zeta-Virus. Ich kann nicht ohne Risiko auf das Terminal zugreifen. Meine kleine Freundin Glitch kann sich das ansehen. Lass mich mal. By the way, das kann man übrigens überspringen. Und wird komischerweise im Spiel als Rätsel bezeichnet. Rätsel überspringen. Ich weiß nicht, warum das hier als Rätsel bezeichnet wird. Das sieht nicht mal ansatzweise aus. Wie ein Rätsel. Ach, von denen spawnen diese komischen Dinger hier, oder was? Na ja, super. Da oben ist das Ding. Was ist das? Elektrowaffenaufrüstung aktiviert? Was? Was exakto Mundo heißt das? Ah. Ach, und die ganzen Gegner platzen, wenn ich das Netz zerstöre. Mann, hier draußen bin ich hilflos. Ich muss mich für Metall durch.
Ich glaube, der ein oder andere bekommt bei dem Spiel Motion Sickness. Kann ich da lang? Ja, kann ich. Sind meine Blitzdetektoren effektiver? Das letzte Mal war doch kein Glück. Ich bin einfach gut hier drin. Ja, aber auch nur, weil ich dich steuere. Ansonsten wärst du ziemlich nutzlos. Einfach wunderbar, dich zu sehen, Schwester KT-7461. Haben Nefarios Truppen die anderen Tempel schon gefunden? Keine Ahnung. Aber wir sagen Bruder Gary, dass ihr uns gerettet habt. Viel Glück, Schwester und Lombard. Warum verschwinden die durch den Riss? Ein Tempel erledigt, zwei übrig. Ich weiß, die Mönche versuchen stark zu sein, aber die Grausamkeit des Imperators ist ihnen fremd. Das wird schon. Wir sind ja da. Ja. Ja, oh, wow. Und wie komme ich jetzt wieder zurück? KT-7461. Hast du einen Spitznamen? Die Mönche sagen Schwester. Klingt mehr wie ein Titel. Probieren wir ein paar. Wie wär's mit Katie? Ich hab's. Sunshine, dein Spitzname, weil du so gelb bist. Nein, lieber nicht. Kit? Wir arbeiten noch dran. Klar, Kit. Sind wir hier beim Knight Rider? Was wolltest du über Lombaxe wissen? Wir glauben, die Lombaxe haben die Tempel hier benutzt und vielleicht sogar erbaut. Weißt du vielleicht, wieso? Nicht wirklich. Ich schätze, um das Wissen über den Dimensionator geheim zu halten. Verstehe. Trotzdem danke. So, warte mal. Ist das nicht der Planet, wo ich die komischen Dimensionsstücke oder so finden soll? Mal ganz kurz gucken. Ach nee, Lombaxessen, okay. Waren da hinten nicht gerade die... Ja klar, da sind doch diese Raritanium-Kisten, die ich nicht kaputt machen konnte, während ich den Bossfight hatte. Jetzt sind sie plötzlich auf einmal in so eine Barriere drin. Wieso das denn? Ach, da ist ein Knopf. Warte mal. Oh, hier gibt's mehrere, oder was? Muss ich jetzt warten, bis der wieder deaktiviert ist? Oh. Okay, die kümmert sich nicht drum, dass ich die angreife. Wie bist du Garys Lehrling geworden? Das ist kompliziert. Zum Glück hat Gary Potenzial in mir gesehen. Du wirkst anders als die anderen Mönche hier. Ich weiß. Ich bin kleiner. Hey, sei nicht traurig. Ich bin fast immer und überall der Kleinste. Bis auf meinen besten Freund. Was ist das denn? Sollen das die Tempel darstellen? Die Lösung. Naja, ich habe eigentlich nur mit einem
Projektil drauf geschossen. Was habe ich bekommen? Ein Moment, ist das ein Lombax-Schrein?